Heute ist Märchenstunde bei ProbierTV und das Märchen, das ich euch heute vorlese, ist Schneeweißchen und Orangenrot. Kommt aus der Stiefelbrauerei zu Salzburg. Was es da vielleicht für ein Happy End gibt, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Märchenstunde bei ProbierTV. Ich habe mir ein Buch, quasi ein Märchen aus Salzburg hier auf den Kanal gebracht. Schneeweißchen und Orangenrot, ein Witbier aus der Stiegelbrauerei Salzburg. Und wie ihr seht, das ist keine normale Stiegelflasche, sondern das ist das Hausbier und das ist schon die insgesamt 36. Ausgabe. Und wenn euch solche Biere interessieren und ihr noch kein Abo für den Kanal habt, dann wisst ihr, was ihr tun könnt. Da unten auf das rote Feld klicken und ein Abo dalassen. Ich sage an der Stelle danke dafür und freue mich, wie gesagt, dass ihr mit mir zusammen heute dieses doch sehr spezielle Bier verkosten wollt. In den Hausbieren, die meines Wissens auf dem Gut Wilshut gebraut werden, wo man wirklich so nochmal richtig an die Basis des Bieres geht, wo man sich an alte Traditionen erinnert. Wir werden nur das Urbier erwähnt, was ich auch noch nicht hier am Kanal hatte, was ich mal demnächst ändern sollte. Sehr spannendes Bier übrigens, was so gar nichts mit dem zu tun hat, was wir gemeinhin als Bier kennen. Das hier schon eher, allerdings muss man sich da ein bisschen in der belgischen Bierwelt auskennen. Es ist ein Witbier. Und es hat 5,0 Volumenprozent Alkohol, 12 Grad Plato, wie das bei Stiegl so üblich ist. Und ja, was haben wir denn sonst noch? Es ist relativ viel Bio drin, also Bio-Weizenmalz, Bio-Gerstenmalz, Bio-Hopfen, Bio-Gewürzmischung. Was ich hier ein bisschen vermisse, ist die Orangenschale. Es ist in der Gewürzmischung drin. Das kann natürlich hier auch sein. Es steht auch Bio-Sarzer drauf. Möglicherweise ist da auch Sarzer-Hopfen drin. So genau lässt sich das hier nicht erkennen und wird auch in der eigenen Melzerei das Malz vermelzt. Und ja, dann ist, glaube ich, alles gesagt, was zu sagen wäre, bevor wir diesem Bier jetzt gerade mal gleich zu Beginn des Märchens schon den Kopf abschlagen. Ah, nein, wir schlagen natürlich nicht den Kopf ab, sondern wir nehmen dem König die Krone runter. Gut, ich sollte nicht so viel mit irgendwelchen Assoziationen rummachen, sondern mich auf das Bier konzentrieren. Und dann würde ich sagen, schaut das schon mal sehr nach einem schönen Witbier aus. Getrübte, ja, so schwach goldene Farbe, zwei Finger breit, eines sehr feinen, schönen, nicht zu cremigen, aber schön am Glas haftenden Schaum oben drauf, gleichmäßige Trübung. Auch hier Kohlensäure, versteckt sich ein bisschen hinter der Trübung. Also optisch schon mal ein echter Leckerbissen, so ganz orangenrot. Obwohl, wenn man so ein bisschen Fantasie hat, da ist dann auch ein leicht rötlicher Einschlag drin. Na, vielleicht. Oh, ja, aber dann sind wir hier wieder in unserem Revier zu Hause. Zitrusfrucht, in erster Linie mal Grapefrucht, erstaunlicherweise, zusammen mit Orange, wobei das auch fast so ein bisschen in Richtung Bitterorange gehen könnte. Oh, dann so richtig schöne Gewürze, wo ein bisschen Koriander auch sich durchsetzt. Schön hefige Noten auch. Ich gehe mal davon aus, dass das auch mit einer entsprechenden Witbierhefe gemacht und dass das keine Weißbierhefe im klassischen Sinne ist. Schön das helle Malz. Ja, das ist so, wie man es sich eigentlich vorstellt, nur noch ein bisschen intensiver. Kennt man richtig gut. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Also, wenn die Orangenschale nicht in der Gewürzmischung mit abgedeckt ist, dann fehlt sie hinten drauf, aber ich glaube, das ist einfach damit drin. Schöne Orangenzeste, gar nicht zu süß, sondern eher so im mittleren Bereich. Dafür eher eine schöne Bitterung. Und jetzt komme ich gerade wieder so ein bisschen ins Grübeln. Das sind auch so ein bisschen estrige Hefenoten, um namentlich mal die Banane zu erwähnen. Da ist eine leichte Bananennote mit drin. Schöne Weizen-Aromatik, Koriander, Gewürze, alles mit am Start. So eine leichte, grasige Hopfennote.
Aber insgesamt wirkt das einfach unglaublich frisch. Das ist ein Bier, was richtig Spaß macht. Wir haben ja vor wenigen Tagen Sommeranfang gehabt. Jetzt wisst ihr warum. Passt perfekt dazu. Ist, glaube ich, jetzt auch vor 14 Tagen, 3 Wochen rausgekommen. Also das sollte noch gut verfügbar sein. Vom Körper her eher so im schlanken bis mittleren Bereich. Also das ist eher ein sehr gut trinkbares Bier. Dezentere Kohlensäure, was es dadurch auch nochmal richtig schnell trinkbar macht. Und einfach ja wahnsinnig erfrischend. Also das ist so ein richtig schönes Sommerbier, obwohl es 5 Volumenprozent hat. Also es ist jetzt schon im regulären Bereich eigentlich von einem Vollbier. Aber ich komme immer wieder dazu, ich ziehe jetzt gerade so ein bisschen Parallelen zum Weißbier. Und ich hoffe, man ist mir da nicht sauer. Ich glaube, das könnte tatsächlich eine Weißbierhefe sein, die da verwendet worden ist. Dass es keine belgische Hefe ist, sondern dass man genau diesen Spagat da gemacht hat, dass man das miteinander verbindet. Es wird hinten raus ein bisschen trockener, bitterer, moderat, bleibt aber schön fruchtig und gerade eben diese orangenzestigen, gräbfruchtigen Töne. Aber eben halt auch leicht die Banane bleibt erhalten. Und wenn ich da jetzt völlig auf dem falschen Dampfer bin, dann gebt mir beim nächsten Mal eine Knackwatschen. Wenn nicht, dann glaube ich, liege ich da gar nicht so falsch. Und es ist einfach, auch jetzt bitte persönliche Meinung, es schmeckt wie ein leichteres Weißbier, wobei mit 5 Volumenprozent ist es überhaupt nicht leicht. Das ist in der normalen Range von einem normalen Weißbier, aber so vom Mundgefühl her ist es eher ein leichteres Weißbier mit einer wahnsinnig tollen, fruchtigen Note. Und das finde ich super klasse. Und deshalb gibt es für Schneeweißchen und Orangenrot gibt es von ProbierTV 4,5 Punkte für das Hausbier Nummer 36, Schneeweißchen und Orangenrot. Und wenn jemand von der Stiegelbrauerei jetzt zuschaut, ich verrate es auch keinem weiter, aber das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob das ein Geheimnis ist, welche Hefe da verwendet worden ist, ob das eine Weißbierhefe ist oder ob das eine belgische Hefe ist und ich auf dem völlig falschen Dampfer war. Aber ich finde, es schmeckt einfach herrlich frisch, herrlich fruchtig und eben wie eine schöne frische Weiße. Und auch die Stiegelbrauerei hat ja Weißbierkompetenz, das wissen wir. Dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich über eure Kommentare und wir lesen uns, beziehungsweise wir sehen uns beim nächsten Bier. Das wird schon morgen der Fall sein. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.